Für den Erfolg im Fernsehen muss man manchmal seine Seele verkaufen. Das hätte ich beinahe gemacht, aber glücklicherweise wollte der Teufel meine Seele nicht, hat er mal gesagt. Seit Jahren ist er neben Bülent Ceylan der erfolgreichste Türke im deutschen Fernsehen, obwohl er gar kein Türkisch spricht. So wie er in Wahrheit gar kein Macho ist. Zitat, ich bin ein großer Sympathisant des Matriarchats. Tausende Jahre Männerherrschaft haben uns nichts gebracht. Er sagte aber auch, türkische Frauen haben zwei Nachteile, Bruder und Vater. Herzlich willkommen also, Kaya Jana. Kaya, schön, dass du bei uns bist. Um jetzt zu deinem Leben zu kommen, wie machtlos man sein kann, wenn zum Beispiel Hormone im eigenen Körper wie wild auf und abfahren. Das hast du auch erlebt. Du hast über deine Jugendzeit mal einen schönen Satz gesagt. Meine Pubertät hat ungefähr bis 30 gedauert. War das so? Ja, das ist richtig. Worin hat sich das bemerkbar gemacht? Ich wollte mich unbedingt austoben. Viele meiner Freunde haben mit Mitte, Ende 20 irgendwie eine Familie gegründet und ich sagte, nee, ich bin noch nicht so weit und ich muss mir noch die Hörner abstoßen. Und das ist immer noch übrigens im Gang sozusagen. Ist das so? Wobei, die 30 hast du ja hinter dir. Darf man das sagen, dass du in diesem Jahr 40 wirst? Nein, darfst du nicht. Gut, ich sag's trotzdem. Ist das ein Trauertag oder eher ein Feiertag? Was würdest du sagen? Also ich habe noch keine Midlife-Crisis. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so in der Nähe ist oder lungert. Also ab und zu denke ich schon drüber nach, wenn ich jetzt nach einer harten Arbeitswoche oder einem harten Arbeitsmonat ins Bett gehe, merke ich so, ist die Zeit schon wieder an dir vorbei. Du hättest doch mehr Freizeit verbringen müssen mit deiner Familie oder mit Freunden. Und da merke ich schon, es wird immer weniger Zeit. Es ist immer kostbarer. Das ist richtig. Sie läuft dir davon und es gibt eine Standardfrage. Immer wenn du kommst, hast du jetzt endlich eine Frau gefunden? Nichts Spruchreifes, wo ich jetzt sagen kann, das ist es. Gut. Ich habe das Gefühl, ich bin der George Clooney der Comedy-Szene. Ja. Ja, ich finde... Ja, also das mit der Comedy-Szene ist richtig. Das, über das andere reden wir nochmal. Aber warum wirst du nicht fündig? Du hast doch eigentlich fast weltweit, muss man sagen, also europaweit zumindest gesucht, in Holland. Holland gibt es doch tolle Frauen. Ja, bei mir ist immer das Problem, das ist, die Frau muss nicht nur nach meinem Geschmack gut aussehen und mich lieben, sondern... Sie darf keine Brüder haben. Doch schon, das mit den Brüdern bezieht sich halt auf meine Landsfrauen, aber die Frau Knappner, haben Sie Brüder? Ein Bruder, das ist okay, aber fällt ein aus, ganz fällt aus, fällt mit aus. Mit dem nehme ich auf. Das ist ein Winzer, der ist so belastbar. Ein Winziger? Ein Winzer. Ach, Winzer. Nein, winzig auf keinen Fall. Die Sprache ist halt Wahnsinn. Ich bin so ein audiophiler Mensch. Ich höre halt ganz genau hin, wie, nicht nur was, sondern wie Leute etwas sagen. Und Holländisch ist Deutsch auf lustig. Warum? Ja, dieses Merke, Tätje, Werke, Vertweine von die Tafel, Obschuldige Weg, Let op Drempels. Da muss ich immer lachen, wenn ich das. Ja. Ich finde, das ist halt einfach eine extrem lustige Sprache. Ich habe viel Holländisch gehört, bin viel in den Niederlanden gewesen und auch nach einer Frau gesucht. Aber das Problem ist, ich kann die Sprache nicht ernst nehmen. Es gibt kein ernsthaftes Wort auf Holländisch. Selbst das ernsthafteste Wort, tot oder tödlich, klingt lustig. Kannst du Griechisch ernst nehmen? Es ist eine sehr schöne Sprache, würde ich mal so sagen. Die Griechen finde ich schon an sich ein lustiges Völkchen, die, vor allem was die Türken betrifft. Seit 500 Jahren wollen die Türken in die EU und dann kommen die Griechen in die EU und sagen zu den Türken, du kommst ja nicht rein. Cool, oder? Und dann reichen die Griechen den Euro in Abgrund. Und daran kann man erkennen, dass der Euro nicht mehr so attraktiv ist, wenn sie jetzt die Türken sagen, nee, ich hab keine Lust mehr. Das ist wahr. Naja, aber was, war man stehen geblieben bei schlimmen Wörtern im Holländischen? Ach so, ja, das schlimmste Wort, also das ernsthafteste Wort, nämlich tot oder tödlich, heißt auf Holländisch dodelijk. Dodelijk? Ich finde das so süß, wo draufsteht auf den Zigarettenpackung, rauchen ist tödlich, heißt auf Holländisch roken ist dodelijk. Diese ganze Sprache kann ich halt nicht ernst nehmen. Wenn Frau Jana Holländerin wäre, dann würde ich mir den ganzen Tag totlachen über sie. Das ist das Problem. Ich bin keine. Sie können aber als eine durchgehen, Sie haben so holländische Züge. Züge? Oh, wo denn? Ja, sie ist erstmal so ein heller Hauttyp, nicht wahr? Auch die Haarfarbe, wenn sie denn echt ist. Strähnchen. Kaya, pass auf, was du hier sagst. Wird echt gefährlich gerade.
aber mach ruhig weiter. Ja. Ach, du meinst, ich könnte noch ausgebürgert werden? Auf der nach oben offenen... Er soll seine Energie aber auch nicht falsch verschwenden. Bei mir ist er... Nein, also, ich habe aber Freundinnen. Das war ein Korb, hast du das gemerkt? Das war ein Korb. Ich hätte aber klar. Freundinnen, die ich... Aber einen Korb kannst du doch nur geben, wenn ich wirklich am Ausgebürgert bin. Wenn Frauen sagen, du, ich habe echt ein paar nette Freundinnen, bist du durch. Ist vorbei. Das merkst du, ne? Ich habe noch keine Anmache gestartet. Vielleicht ist das mein Problem, dass Frauen sich angemacht fühlen, obwohl ich gar nichts mache. Nein, ich habe mich überhaupt nicht angemacht. Das freut mich. Nicht, dass, dass wir wieder auf einer anderen Debatte sind auf einmal. Ja. Hast du keine Politikerin an, ich will keine Probleme kriegen. Ne, bloß nicht. Ja, Journalistinnen ist gefährlicher, aber hast du Dirndl-Witze im Programm im Moment? Nein. Ich fand den Satz aber auch jetzt nicht, sorry, vielleicht bin ich zu sehr macho, aber ich habe zuerst die Debatte mitgekriegt. Und dachte, wow, Gott, was ist passiert? Sexismus, das geht ja ab, was müssen wir machen? Und dann habe ich diesen Satz gelesen und dachte, kommt noch was? Oder war das alles, was er gesagt hatte? Und ich war so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, da kommt jetzt richtig was Saftiges. Aber Sie können Dirndl ausfüllen, also schlag mich, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm. Kaya, wirst du angemacht von Frauen, so dass du das Gefühl hast, aber du sagst dann, ja, mach bitte weiter. Es gibt auch, also seitdem ich auf der Bühne stehe und ein bisschen bekannt bin, dann werde ich auch von Frauen angebaggert. Okay, jetzt mal ernsthaft gesprochen. Ganz ernsthaft und ich muss auch sagen, also da gibt es auch Anmachen, die sind genauso bescheuert wie Anmachen von Männern. Also nicht, dass ich von Männern angemacht werde, aber ich dachte nur so, so viel besser sind Frauen auch nicht, wenn sie anbaggern. Also das ist nämlich der Punkt auch in diesem Spiel, auch ein wichtiger Punkt. Spürst du jetzt so mit Anfang 40 erste Ausfallerscheinungen? Ende 30, noch nicht Anfang 40. Ja, deswegen Ende 30, der feine Herr. Deswegen trage ich ja eine Kappe. Also keine Haare. Ausfallerscheinungen, Ausfallerscheinungen, das war schon ganz klar. Also die oben fallen die Haare aus und wachsen an Körperstellen weiter. Du trägst dein Haar offen, so muss man sagen. Also ich verstehe das nicht, warum der Körper sich entscheidet, die da, wo ich sie brauchen kann, wegzutun und überall da, wo ich sie nicht gebrauchen kann, kommen die plötzlich wieder, Wann habt ihr beschlossen, also du und deine Haare getrennt durchs Leben zu gehen? Wann ging das los? Es können doofe Haare nicht, aber mit intelligentem Kopf aushalten. Es ist angefangen mit Mitte, Ende 20, um ehrlich zu sein. Da hatte ich diesen androgenetischen Haarausfall und seitdem kann ich Hobbits dubeln da unten, aber... Machst du da? Machst du Fitnessstudio und solche Dinge? Also so. Jetzt früher war das optional mit Mitte in den 20ern. Mittlerweile musst du. Optional. Also Fitnessstudio war ja so. Man fühlte sich in seinen 20ern so oder so fit. Man konnte 3 Tage lang. Man fühlte sich. Ja, aber hast du nicht auch, sagen wir mal, durchgefeiert oder mit wenig Schlaf, hast durchgesoffen oder hast auch immer gefeiert und konntest am nächsten Tag trotzdem zur Arbeit, zur Uni oder was auch immer und das geht heute gar nicht mehr. Also ein Bier, ich gebe um. Oh ja. Doch, wirklich. Ich vertrage keinen Alkohol. Also Komasaufen ist für mich Gurgel mit Odol. Sehr schön. Sehr günstig. Und jetzt muss ich Sport machen, obwohl ich jetzt keine große Lust dazu habe. Aber ich gehe ins Fitnessstudio, damit ich morgens aus dem Bett kommen kann. Weil ich merke mittlerweile, ich mache Geräusche, die habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Mhm. Wenn ich mich bücke, um die Schnürsenkel zuzumachen, höre ich mich an wie so ein chinesischer Kung-Fu-Meister. So, halt! Ich denke immer, jemand wäre mit mir im Raum. Hallo? Ich merke das schon, jetzt muss ich das machen. Und ich gehe nicht so gerne ins Fitnessstudio, das ist halt nicht mein Ding. Ne? Und gehst aber trotzdem oder nicht? Ich muss es machen, also wider Willen. Ja, aber warum, was ist das Problem, Fitnessstudio? Fitnessstudio, Männer. Die Männer. Ja, die Männer sind doch dann, wenn sie in der Freihandelabteilung rumstehen und gucken sich mal an, so ein Boah, wie geil ich aussehe, guckst du hier? Ich weiß gar nicht, ob mein Fitnessstudio Spiegel hat, weil ständig irgendwelche Landsleute, boah, geil. Ich habe dieses Posing, habe ich nie kapiert, wofür wir eigentlich, wenn du Bodybuilding-Weltmeister werden willst, dann machst du Posing, aber wofür brauchst du Posing im Alltag? Wenn du am Gemüsestand bist und eine Gurke, ich hätte gern Gurke. Verstehe. Und welche Übungen machst du genau? Weil das ist wichtig jetzt. Wir müssen jetzt mal von Mann zu Mann reden. Sit-ups. Jeden Tag. Gut. 2 Stück. Morgens beim Aufwachen, so viel. Einschlafen.
Also ich muss natürlich auch, ich muss natürlich alle Körpermuskelteile trainieren. Bizeps, Trizeps, Latissimus, wie immer der ist. Brustmuskeln, obwohl bei Brust muss man echt aufpassen, da gibt es so eine Übung. Also Bankdrücken mit einer Freihantel, da muss man wahnsinnig aufpassen. Ist gefährlich. Also wenn du das alleine machst und dir fällt das Gewicht irgendwie auf Brust oder Hals, dann gibt es irgendwelche Verletzungen. Du brauchst jemanden, der das Gewicht sichert. Und das ist das Problem an der ganzen Übung. Nach 2 oder 3 Monaten Bankdrücken mit der Freihantel wird man schwul. Weil die Frage ist, wo steht dieser Kumpel, um das Gewicht zu sichern? Mit seinem Sack direkt über deinem Gesicht. So, Kaya. Kaya Jana, der auch aktuell auf Tour ist. Du bist bis Mai, glaube ich, noch unterwegs. Bis Mai, ja. Und dieses sehr, sehr schöne Programm, dessen Titel ich jetzt gerade nicht... All Inclusive, ne? Ja. Was? Genau. Cool. Schauen wir ganz kurz mal rein. Da gibt es eine herrliche Nummer und da spielen Schweizer eine tragende Rolle. Bitte schön. Kaya Jana, bis Mai unterwegs. Kaya, wo stehst du eigentlich... Wo stehst du eigentlich politisch? Ziemlich neutral. Da bin ich wie ein Schweizer übrigens, ja. Ehrlich, ganz ehrlich. Frau Klöckner, Sie haben genau 10 Sekunden Zeit, um ihn davon zu überzeugen, dass die CDU eigentlich eine Spitzenpartei wäre für ihn. Darf ich das nach der Sendung machen? Nee, jetzt. Ja, wir haben viele Chancen und Potenziale für junge Aufsteiger. Okay. Bei uns gibt es ziemlich viele gute Partys, wo man ganz schnell auch was zu trinken kriegt. 5, 4, 3. Immerhin ist er nicht eingeschlafen. Ja. Ich weiß es nicht. Obwohl jeder Mann bestimmt sofort auch dran denkt, oder, Kaya? Wenn du Sperma rufst, denke ich. Nein. Wenn ich mich fragen würde, warum gibt es so wenig Kinder in unserem Land? Da fragst du einen Türken. Sehr gut. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.